So, hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten Minecraft Let's Play. Wir sind hier oben bei der Burg, also bei dem Grundriss der Burg. Und da ich das Video, das ist noch nicht so lange abgeloadet, also das mit dem Infovideo, wo ich euch hierüber informiert habe. Und deswegen, es kam halt noch nicht so viele Kommentare. Daher würde ich sagen, weil ich auch eine Idee habe, was ich kurz zur Überbrückung machen könnte, werde ich jetzt noch ein bisschen an meinem Haus da unten weiterbauen und werde noch ein bisschen Kommentare sammeln und werde dann in der nächsten Folge oder übernächsten, kommt drauf an, wie weit wir da unten heute kommen, mit der Burg anfangen. Hauptsache, ich bekomme erstmal schön viele Kommentare, dass ich halt auch ungefähr eine Vorstellung habe, wie ich das gestalten werde. Ja, und ich glaube einfach, es sind noch zu wenige Ideen, dass ich da schon was Richtiges anfangen kann. Deswegen habe ich ein paar Ideen jetzt für das Haus. Oder ich habe mir ein paar Gedanken gemacht wegen dem Haus, was ich da noch so verändern könnte. Und das werde ich doch jetzt da machen. Und ja, gut. So, habe ich. Oh, ich habe ja eine komplette Eisenrüstung. Stimmt ja. So. Lalala. Ja. Das Gras wird ja immer dichter, habe ich ja. Habe ich jetzt erst erfahren. Ich dachte, das bleibt immer so, aber das wächst ja tatsächlich immer dichter zusammen. Glaube ich. Habe ich jetzt so verstanden. Sieht aber auch danach aus hier. So, dann ist das Haus. Und was ich machen will. Oh, ich hoffe, das klappt. Das ist so am Rand gebaut. Warte mal, ich muss da gerade mal gucken. Also, ich will es auf. Zum einen will ich es vergrößern. Zum anderen will ich einen Keller bauen. Allerdings, hier ist das so am Rand. Entweder ich baue hier nochmal zusammen oder ich werde es ja eher auf die Seite hier vergrößern. Und dann kann ich es auch darunter dann klappern, aber dann geht das hier auch wieder. Ah, ich muss mal schauen, was ich mache. Aber erstmal muss der Baum hier weg. Der stört. Aber okay, muss erstmal ein paar Sachen abladen. So, und habe ich irgendwo noch eine Axt? Ich glaube nicht. So, das kann ich erstmal hier wegstellen. So, Knochen dahin, das dahin. Die brauche ich auch gerade nicht. So viele Spitzhacken brauche ich nicht. So. Gut, die können auch erstmal hier rein. Okay. Was habe ich denn das an? So. Gut, wir brauchen eine Axt. Mal kurz gucken, habe ich irgendwo eine? Ich glaube nicht. Wir können jetzt auch gleich mal eine Eisenaxt machen. Wir haben es ja. Und so. Machen wir uns mal. Ich glaube, ich habe noch Holz. Glaube ich. Ja, ich glaube schon. Gut. Wir werden jetzt mal diesen blöden Baum da mal. Es war ein Licht da beim Fenster, das hat mich eben total abgelenkt. So, da, den hier wegmachen. So. Lalalala. Ich will auch gleich noch was ansprechen, aber erstmal will ich das hier machen. Ich hoffe, ich vergesse das gleich nicht. Aber ich denke, das wird mir einfallen. So, die gehen weg, den mache ich auch nochmal weg, vorsichtshalber. Irgendwie leckt es ein bisschen. Naja. Also, das hier geht noch weg. Kann man ein bisschen nachhelfen. Achso, den kann man auch noch wegmachen. Lalala. Das geht so schön schnell mit dieser Eisenspitzhacke. Mit dieser Eisenaxt. So, komm, geh weg, geh weg, geh weg. Weg, 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 weg. So. Ja, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Mann, geht mal weg. So, hier du auch. Gut, und hier brauche ich noch ein bisschen Dreck, aber ich denke, davon habe ich noch ein bisschen. In der Kiste. Aber erst mal hier das. Warte mal. Das verarbeite ich kurz. So. Welche in die Kiste? Ja, da habe ich noch schön viel. So, oh, ich habe heute so irgendwie Rückenschmerzen. Irgendwie ist es komisch. Naja, so. Hier, die machen wir dahin. So, und jetzt Dreck. Nur 33 Dreck. Puh, okay, aber ich glaube, das reicht trotzdem. Ich habe nur gedacht, wir hätten mehr. Aber ne, ich weigere mich eh immer so Dreck abzubauen. Weil mir ist aber das Inventar verstopft. Aber wenn man es dann gebrauchen kann, dann hat man es nicht. Das ist dann natürlich auch blöd. So. Und das ist einfach nur, damit dass ich das erstmal hier begradigen kann. So, einsammeln. Kann ich auch nochmal verarbeiten. So.
Gut, dann können wir hier weiterbauen. Warte, das mache ich aber noch. So, und dann passt das. Perfekt. Gut, wir brauchen Holz, um das hier weiterzuführen. Wir haben ja ungefähr schon eine Struktur, wie wir das aufgebaut haben. Holz war immer noch da drin, Till. So. Am besten so. Die brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Das eigentlich auch nicht. Und Cobblestone. Cobblestone habe ich ja auch noch. Hier. So. Das sollte erstmal reichen. Ist dunkel? Oh, es wird tatsächlich. Also man sieht es noch nicht, aber die Sonne geht ja langsam unter. Okay. Also erstmal hier den Grundriss. Ich würde sagen, so lang wie das hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passt. Ja, jetzt wird's dunkel. Dann werde ich gleich nochmal kurz schlafen gehen. So. Ich habe noch keine gewisse Vorstellung, aber ich finde meine Häuser immer zu eintönig. Das ist immer nur ein Raum mit ja, Kisten drin. Das war's. Irgendwie, man muss auch mal was Schönes bauen. Nicht immer nur denselben Scheiß. So, und den Stil kann ich ja lassen mit dem Cobblestone und dem Holz so gemischt. Den mag ich eigentlich. Aber dieses Einheitliche, einfach ein Haus, das war's. Das finde ich ein bisschen blöd. So, geht da hoch. So, schlafen legen. Und abwarten. Dann nochmal kurz den Skeletten und Monstern beim Brennen zusehen. Und, sehen wir was? Nö. Schade. Okay, jetzt bauen wir erstmal. Wir bauen einfach mal drauf los. So. So, 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 so. So, 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 so. Und wie war das hier? Also hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins, hier eins und da und da. So. So. Okay. Holz wird doch ein bisschen knapp. Aber da kommen wir schon. Es lädt! Warum leckt das denn heute? Habe ich noch irgendwas am Laufen? Nö. Komisch. Naja, es gibt halt so Tage. Ja, okay, Holz reicht nicht. Ich werde mal kurz. Aua, ich werde mal kurz reingehen. So, Holz war da drin. So, ich könnte es auch mal bald beschriften. So, und hier baue ich mich jetzt. Ja, mit Holz einfach hoch. Komm. Ah, ja. So, hier zurück. So, 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 so. Übrigens habe ich eine von YouTube eine E-Mail bekommen wegen dem Video Du bist Minecraft, welches ich ja gemacht habe. Mit Jerome und Felix zusammen. Also Felix. Da habe ich eine E-Mail bekommen, dass dieses Video und das Partnerprogramm aufgenommen werden könnte. Und das habe ich mir natürlich mal angeschaut. Und ja, jetzt muss man da irgendwie eine Bewerbung schicken. Also es geht jetzt nur um das Video, nicht um den Kanal, weil das halt so viele Aufrufe erzielt hat in einer bestimmten kurzen Zeit. Warte mal, ich mache mir oben drauf auch mal was. Ja, jedenfalls hat das halt ganz schön viele Aufrufe in einer kurzen Zeit. Ich glaube an einem Tag 1000 Aufrufe. Das war halt, weil Seroven das zum Beispiel auch auf seinen Minecraft-Kanal verlinkt hat und als Bulletin auf seinen Hauptkanal gepostet hat. Da danke nochmal an ihn. Deswegen hat er so viele Aufrufe an einem Tag bekommen. Da jedenfalls habe ich da halt die E-Mail von YouTube bekommen, dass dieses Video in, wie haben sie es ausgedrückt, als Partnervideo in Frage käme. Jedenfalls muss ich da sowas ausfüllen und ja, die brauchen halt so 2 Wochen oder so, bis das genehmigt wird, also maximal 2 Wochen. Also werde ich da mal schauen. Also nicht wundern, wenn dann nach einer Zeit Werbung da läuft. Das heißt nicht, dass ich jetzt mit meinem Kanalpartner bin, sondern dieses Video wird dann Partner oder ist dann einfach ein Partnervideo oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. So. Wo mache ich die Tür? Jetzt stört die Kiste natürlich. Ah, vor allem die Hauptkiste. Was ist da so? Oh, da ist noch gar nichts drin. Dann mache ich die erstmal weg. Ja, so ist das.
Aber es geht voran. Es hat mich echt gewundert. Ich wusste nicht, dass man mit so einem Video schon so schnell Partner werden. Also dieses Video in die Partneranfrage. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Wie nennt man sowas? In die Partnerschaft aufgenommen werden kann. So ist es, glaube ich, richtig. Ja, aber anscheinend schon. So. Mache ich das da auch mit. Ja, ich mache das auch mit Cobblestone hier. Ich bin dann nicht so geübt hier im Bauen, deswegen müsst ihr mir immer mal ein bisschen verzeihen, wenn es schlampig aussieht. Ich will da aber noch irgendwas anders machen. Ich brauche Fenster in dem Haus. Unbedingt Fenster. Habe ich Sand irgendwo? Ja, 9, 5, 14. Ja, das reicht erstmal. Ich gehe erstmal draußen Sand abbauen. Da. Habe ich eine Schaufel? Ja, habe ich noch. Gut. Und ich habe noch was zu erzählen. Und zwar bin ich schon seit längerem jetzt überlegen, ob ich das mal machen soll. Da habe ich vor kurzem drüber nachgedacht. Und zwar, es gibt ja so apokalyptische Texturen-Packs. Also wo hier alles so apokalyptisch aussieht. Also, wie soll man das sagen, dunkles Gras und halt alles verwelkt und so halt, wie nach so einem nuklearen Krieg oder so. Jedenfalls habe ich mir gedacht, da könnte ich theoretisch mal so eine Story drauf aufbauen mit Minecraft. Das heißt, dass ich zum Beispiel so ein wie soll man sagen, Tagebuch führt in Minecraft-Style. Also man hat hier die Ego-Perspektive. Also ich kann das ja mal gerade vormachen. So, man hat hier die Ego-Perspektive. Ich kann da sowas mit einem Videoprogramm noch ein bisschen verändern, dass das aussieht, als ob das so eine Kamera wäre, zum Beispiel eine Helmkamera. So hätte ich mir das gedacht. Und dann könnte man in dem Stil ein Tagebuch führen eines Überlebenden und so, der so alleine ist irgendwo und halt überleben muss. Und ich hätte da schon ein Texturenpack, was in Frage kommen würde. Und das wäre halt alles in dem Spiel, man würde einfach so in der Perspektive rumlaufen und man hätte diese Kameraansicht, also dass hier alles so kamerarig ist, also wie auf so einem Video. Und dazu würde ich dann mir irgendwas überlegen, also geschichtlich was überlegen, also eine Story, wie ich das gestalten könnte. Und dazu könnte ich dann halt immer was erzählen, als ob der das persönlich erzählt, der Typ, der da rumläuft. Das ist alles ein bisschen kompliziert, weil ich bin, glaube ich, nicht so einer, der das so gut kann, jetzt so, wie soll man sagen, so Synchronstimmen machen. Aber ich würde es halt gerne mal ausprobieren, weil ich sowas gerne mache, so eigene Geschichten machen. Ich muss halt nur mal schauen, wie ich das hinkriege, aber das wäre echt mal so ein Wunsch von mir, sowas zu machen. Ich weiß halt nur nicht, wie es ankommt, weil ich glaube, ich kann sowas nicht mit einfach mal so Stimmen machen, also dass ich da diesmal halt nicht so aufgedreht, so, ja, hallo und herzlich willkommen, sondern einfach, dass ich halt so, ja, heute ist der 6. August 2064, sowas in der Art, dass ich da halt eher gedrückter spreche, damit es halt so eine Atmosphäre gibt. Ich hatte auch schon ein paar Ideen, zum Beispiel, dass ich so Windeffekte einbaue und sowas. Das wäre die Zuschauerfrage für heute. Wie fändet ihr das? So eine Idee. Ich habe dann nämlich auch schon was aufgenommen. Allerdings bin ich einfach noch nicht zufrieden, weil ich einfach nicht weiß, wie ich das bewerten soll, ob das wirklich gut ankommt oder nicht. Deswegen, also sagt mal eure Meinung dazu, wie ihr das fänden würdet. Ja. Und das würde ich vielleicht so machen. Entschuldigung, dass ich gerade so wenig mache, hier Minecraft, aber ich muss gerade überlegen, was ich als nächstes sage. Also, ich könnte ja schon mal die Fenster hier irgendwo hinzeichnen. So. Und jedenfalls könnte ich das so machen, dass ich das sowas öfters dann mache. So ein, immer ein Tag aus diesem Tagebuch werde ich dann zum Beispiel hochladen und ja, halt ein Tag so Tag 1 und dann kommt halt so eine kleine, so ein kleiner Ausschnitt von der Geschichte und ja, so eine Art halt. Und dann geht die Geschichte vielleicht, also Tag 1 geht dann vielleicht, weiß nicht, 2 bis 5 Minuten oder so nur. Aber dass ihr immer halt was habt, worauf ihr gespannt sein könnt, wenn es dann weitergeht. Dass ihr halt so eine Geschichte habt, in der es weitergeht. Also, es wäre dann auch kein Let's Play oder so. Das wäre dann einfach, ja, eine Story einfach. So zum Gucken im Tagebuch-Style. Ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben kann. Ja, und sagt mal, wie ihr das findet. Das würde mich echt brennend interessieren. Ich weiß halt nur, wie gesagt, nicht, ob ich das wirklich mit den Synchronstimmen so richtig hinkriege. Weil ich das halt so anders sprechen muss. Das ist halt mehr, geht ins Schauspielerische rein. Und ich hab
da, hatte da einfach noch nie Erfahrung. Naja, so viel dazu. So, das sieht doch alles schon ein bisschen frischer aus. Und haben wir Wolle? Haben wir, achso, ja, wir haben ja ganz viel Wolle eingesammelt. 10. War das auf einer anderen Welt, wo wir so viel hatten? Naja. Jedenfalls, Bilder wollte ich machen. Bilder, Bilder, Bilder. Dafür brauchen wir Holz. So. Oh, das laggt ein bisschen heute. Was ist denn los? So, hier und. Ne, Sand. Nein, Wolle. Ne, dafür brauchen wir aber Sticks, genau. Ne, warte mal. Ich mach das mit dem. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich machen will. Ich mach einfach mal. Ja. So, mach ich jetzt 2. Ne, warte, ich krieg ja, glaube ich, 3 hin. Dann mache ich die auch. So. Mal schauen, wo können denn schöne Bilder hin? Wie wäre es? Erstmal hier. Es laggt, Mann. Ich habe 7 Frames, ey. Was soll denn das? Habe ich irgendwas umgestellt? Nee, oder? Nö. 7 Frames, 10. Komisch, da muss ich nochmal gucken. Naja, jedenfalls machen wir jetzt ein paar Bilder. Oh, warum laggt das, Mann? Komisch, komisch. Ich will da so ein größeres Bild hin. Das ist sonst nicht. Oder über die Tür hier. Ich erkenne nicht, was auf dem Bild. Ja, warum nicht? Warum nicht? Oh, diese komisch. Ich muss echt gucken, was da los ist. Ich mach doch gar nichts im Hintergrund. Nö. Oder update der gerade. Warte mal, ich muss gerade gucken. Ja, jetzt habe ich es aufgerufen. Adobe Updater. Nö, aber das ist ja eher nur zum Downloaden. Naja, egal. Komm. Ist jetzt auch Wayne. Wir wollen hier, boah, Bilder machen. Leute, was leckt das so? So, das ist doch schön. Und vielleicht hier noch ein Bild hin. Hier. Ja, warum nicht? So. Die sollten jetzt auch. Naja, 14, das dauert ja doch ein bisschen. Kann ich die Seite machen? So. So, ja, das geht genau auf. Das ist gut. 1, 2, 2, 3. Und hier auch. 1, 2, 3. Gut, dann haben wir hier schon mal einen Raum. Wofür der sein wird, weiß ich zwar noch nicht, aber werden wir bestimmt mal rauskriegen. Ich könnte da zum Beispiel alle Kisten mal reinmachen. Obwohl, dann müsst ihr ja umräumen. Oder ich mache da mal ein Bett rein. Dann ist es. Ah, jetzt habe ich Skype euch. Oh, ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Ah, hab ich mich erschreckt. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. So. Okay, ja. Okay. Schreck, lass nach. Gut, ich glaube, hier sind wir fertig. Und einen Keller will ich noch machen. Das kann ich vielleicht im nächsten Let's Play machen. Und dann, wie gesagt, wenn ich genug Kommentare habe und genug Ideen und genug Inspiration, dann kann ich mich da oben an die Burg machen. Warum lagen hier denn Fackeln? Achso, ich habe die Wand abgemacht. Stimmt ja. So, da eins hin, da eins hin. Auf der anderen Seite auch noch. So, und dann würde ich auch langsam sagen, verabschiede ich mich für das Let's Play. Entschuldigung, dass es jetzt ein bisschen ruckelig war. Das finde ich selber komisch. Ich muss gucken, ob es nach der Aufnahme immer noch so ruckelig ist, aber ich glaube schon. Ich glaube, vor der Aufnahme war es auch kurz ruckelig. Warum lädt da hinten denn auch das Dings nicht? Oder ich habe irgendwas laufen, was ich jetzt gerade nicht weiß. Naja, okay. Ich verabschiede mich und wie gesagt, sagt mal, wie ihr die Idee finden würdet. Ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Entschuldigung, dass ich heute vielleicht ein bisschen betrübt spreche. Ich bin einfach müde. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Und haut rein. Ciao.